falsche Taste. Habt ihr ganz kurz Zeit, noch aufs Klo zu gehen? Nein. Weiter. Wir gehen nur jetzt eh in die Open Lobby, also kannst du ruhig machen. Stehst du halt AFK da. Ich hab gehört, Markus geht für mich in die Nachtschicht. Ich bin gleich wieder da. So. Okay, du bist sauer, Markus, das habe ich gesehen. Okay. Sven, ja? Was denn? Du weißt genau, was ich meine. Da rutscht er hier noch runter, ne? Warte, ich helfe dir beim Hochkommen. Verdammt. Die blonde Ische. Hey, wo ist denn das Steve? Der war doch noch nicht in der Lobby drin hier, müssen wir erstmal einladen. Ah, da. Oh. Weil ich schieße dich über den Haufen und krieg anhalten, gute Führung. Ne? Ja, ist klar, Alter. Ernsthaft? Bleib ihn. Das Gesinn noch für dich. Ah, halt die Fresse jetzt. Warte mal. Hat denn schon jemand eingeladen, oder? Nö. Müsste mal einer machen. Warte, mach ich. Wir können doch einfach alle einladen. Steve müsste die Einladung haben. Du kriegst auch noch eine hinterher. Ja, das kann ich da jetzt auch mal gefahren. So. Das ist mir gerade egal. Jawohl! Ich hab dich aber noch mitgenommen. Ich hab dich noch mitgenommen. Und mein Auto hast du auch kaputt gemacht. Das war ja der Plan. Also nicht das Auto, aber dich mitzunehmen. Das war der Plan an der Sache. Ja, warte mal, wir treffen uns jetzt erstmal alle hier unten. Nee, wo wollen wir uns treffen, Markus? Wollen wir eine komplette City auf jeden Fall. Ich wollte weg da. Wollen wir eine komplette Open Lobby nehmen und ein paar Leute abfacken oder so?
Gut, wenn du jetzt noch bis 17, 18 Uhr Zeit hast, können wir das gerne machen. Ja. Ach so, na gut, okay. War nur eine Idee. Weil das dauert jetzt gefühlt 3 Stunden, bis wir hier eine Lobby finden, eine Open Lobby, wo genug Platz ist, dass wir alle 4 reinpassen. Mhm. Das hat letzten Freitag bei Enrico mit zu zweit schon ewig gedauert. Alles gut, das war nur eine Idee. Ja, nee, ich weiß, nur das dauert halt immer ewiglich, bis du eine Lobby findest, wo du auch Platz hast. Alter, also, das... Ja. Das war ja geil gespawnt von dir, das fand schon nett von dir. Ja. Ich würde das zwar saugern machen, in eine normale Open Lobby gehen, aber es ist halt immer schlecht, einen zu finden. Oder Sven? Kommt ihr in die Stadt oder? Nö, ich glaube, wir sind in der Stadt. Hier, pass auf, ich hol mal kurz ein Heli, warte mal, die schießen jetzt. Kevin. Da kann ich holen, das Heli, Junge. Das war doch der irgendwie der Rest, der ankam. Ich hab schon die Waffe weggepackt, alles gut. Aua! Vorzeuge. So. Alter, wie sieht mein Formel-1-Wagen aus? Damn. Hinter dir! Wir haben hier einen Heli. Ja, ich weiß, es ist meiner. Wird nicht mehr. Au! Oh, Entschuldigung. Ach, hier. Ich hab doch gesagt, Schöner. Entschuldigung. Markus, wo wollen wir uns in der Stadt treffen? Am Würfelpark. Alles klar, hier Kevin. Ja. Bringst du den Steve mit? Ja, irgendjemand muss ja. Ja, kann man machen. Komm, jetzt mal bitte die Waffen wegpacken hey, und mal. So klein, jetzt mal wirklich die Waffen wegpacken und. Nee, sonst wird der Markus nur sauer, deswegen behalte ich mal ein bisschen. Komm. Wieso sauer? Ich wollte nur erstmal von da weg, Alter. Das ist mal. Ich hasse das da draußen auf der Pampa irgendwo. Da kannst du gar keine Action machen, da ist ja nichts. Wo sind die? Ah, da unten. Ja, da fliege ich doch, ich fliege in die richtige Richtung. Vor allem, ich fliege in die richtige Richtung, mich vergessen zu wissen. Wir haben nur 2 Sätze, sonst hätte man nicht mitgenommen. Ach, wie großzügig du doch bist, wie großzügig. Es ist nicht mein Heli, ich fliege nur. Ihr NPCs, ihr müsstet alle mal eine Vorschule machen, ihr geht mit tierisch auf den Zimmer. Meinst du? Ich glaube, so weit kommen wir gar nicht mit dem Heli mehr, weil der auch schon extrem. Habt ihr denn wieder rumgeschossen oder was habt ihr mit dem gemacht? Rumgeschissen. Ich glaube, der Flug eben, als ich ihm einsteigen wollte, kam glaube ich auch ein Auto vorbei. Oh, der ist klar, der ist glaube ich ein Kettenraucher, der Helikopter. Hm. Schon übelst Aussetzer. Wow! Hilfe! Mayday, Mayday! Der wollte nicht mehr landen. Der ist gerade voll. Der ist so vom Himmel gefallen. Alter, ich springe extra raus. Der ist so vom Himmel gefallen, der Heli. Der glitscht da hier rum an der. Konzentrier und dann Fahrerflucht machen. Ich hab dich doch mitgenommen. Und ich hab überlebt. Mit deiner Drecksrolle da. Nöchkanzer heißt er. Aber nee, du musst die einfach nur üben, Kevin. Die ich kann die nicht. Nur üben. Ich kann die nicht. Ja, glaub, warum nicht? Du musst nur öfters machen. Achtung, ich bin da.
Oh! Ich stand eh noch. Alter! Tanz mit meinem MG, du Biske! Kannst du, Loda? Das ist. Oh, direkt der NPC. Ach, jetzt war Sven. Ich dachte schon wieder, die NPCs sind wieder durchgetickt. Oh. Scheiß Minigun. Versiebt. Versiebt. Mutti, ich bin ja in einer scheiß Position. Ach, da stand er dort eiskalt und hat das Tor geworden, die Kriebelsau, die kommt nicht. Ich mach jetzt den Kevin. Katastrophe. Ja, Markus wieder mit dem Auto. Alter, der hat einen Oppressor. Noch. So wie du schießt. Aua! Lässt du bitte die Oppressor weg? Kann er wohl nicht wahr sein hier. Keine Oppressor. Böser Markus. Böser Markus. Oh! Jetzt hab ich ihn. Bist du in der Spannungslevel los? Ja. Das ist nicht wahr, hau ab jetzt! Das, Alter, was überlebst du? Alter, du hast 3 Granaten überlebt und Sven schaut wieder ab, weißt du? Hui! Hau ab hier! Ja, Mist! Du Blinse! Da steht der Bulli hier rum und spielt mit mir Krieg! Eine Katastrophe, ne. Das ist Blondie. Ey, da war ein Kevin, habt ihr gesehen? Ich weiß nicht, was du meinst. Oh, verpiss dich doch mal, du scheiß NPC. Ey, so eine. Ich bin gleich höflich wegen den scheiß Bullen, das macht doch gar keinen Spaß. Ah, oh, mi. Markus, wie geht's dir? Okay. Der Essen über mir war, trauten sich nicht runter. Komm, putt. Der Onkel will nur spielen. Nur spielen. Hier kommen die Griswolds! Ach, Kevin, ist klar, dass er wieder eigen ist. Hä? Warte mal. Was hab ich gemacht? Hier kommen die Griswolds! Ich hab grad gedacht, was kommt hier für eine Koch um die Ecke? Eine Fresse, Alter, müsst ihr euch verstecken. Ich versteck mich gar nicht! Oh, wie sind die vorn? Auf! Eine Portbeere! Mit der Granate. Gewalt angekommen. Kevin ist gestorben, ist klar, und gegen die Bullen. Ja klar, gegen die Bullen, gegen was sonst? Weil der einfach nichts kann. Ja. Oh. Ja, kommt wieder die Drecksbullen an. Verpisst euch, ihr Affen. Nein, Markus, ich hab dich gerade noch gesehen. Ich hab dich in dem Augenblick gesehen, wo ich gestorben bin. Ich dachte, scheiße, wer schießt denn hier so gut? Ich dachte, ach, die Bullen, da fiel mir ein. Nee, die können doch gar nicht schießen, die sind doch zu groß dafür. Duck.
gestorben von Cops. Ja, mal wieder. Alter, steht doch auf dem Gebäude und freut sich ja fiesch das Ding, du, das ist ja nicht wahr. Wickelhaft, oder? Das ist pervers, ja. Aber es ist pervers, wenn ich es geil finde, ich find's cool. Na, kommt drauf an. Nix zwischen den Spulle. Bist du mit Absicht runtergesprungen? Ja. Weil die Bullen nerven. Gib mal endlich mal auf mit deinem Scheiß rumgefahren hier, das nervt langsam. Bitte. Ah! Weißt du? Schlaf, Kevin, schlaf. Dann kommst du auch ganz brav. Ich seh dich. Markus, ich seh dich. Das Problem ist, die anderen machen mir keine Angst. Du schon. Du bist aggressiv. Schade, ich hab gedacht, ich erwisch dich noch. Nein! Was ist das? Was war denn das? Was war denn das? Eine von den Alien-Waffen. Wisst ihr, wer mich lange nicht mehr gefunden hab? Wo ist denn Kevin? Ach, der campt hier hinten. Hm? Der Hund. Ja, genau, ich campe. Alter! Meine Fresse! Scheiße, jetzt bin ich geschwommen. Oh. Wie ich gerade voll in diesen Atomisierer reingedriftet bin, ey. Der Markus, was der hier am Fahrzeug holt, ist der Wahnsinn. Ey. Natürlich, danke. Aber ich wollte meine Waffe nicht losgehen. Aua! Ich hab schon Angst wieder. Ich will nicht sagen, aber permanent der Markus mit Lungen im Auto. Es ist einfach nur heavy, ey. Ist das pervers. Dreckskopf, die möchten sich jedes Mal wieder ein. Ich daune jetzt mal das Auto hier. Okay, ich daune doch nicht das Auto. Da steht sie. Hab dich. Ja, ich sag mal, hier ist eine Bombenstimmung in dem Spiel. Irgendwann habe ich den Steven dann doch gekriegt. Woher weißt du das? Ah, weißt du? Die Musch hängt schon wieder in der Tiefgarage. Hm, das kann ich auch. Da unten in der Tiefgarage kleben, weißt du? Alter! Das darfst du keinem zeigen, Alter. So schlecht der Aim von uns beiden. Ja. Haben wir Zammer gemacht hier. Morgen soll ich mich wieder einsammeln, die zwei mal holen. Ach nee, das ist Kevin. Na dann. Du scheiß Panzer, Alter, ja. Der hat sich einen Panzer geholt, den Sack. Ich hab gesagt, es ist ja Rambazamba. Mhm.
Traue mich nicht, Markus abzuschießen, oder ich mach's. Boah, jetzt tun sie an, Alter, fick deine. Wie bitte? Vor allem erscheine Black Rose als Geist. Was ist denn da los? Seit wann heißen die Black Rose? Black Rose ist der CEO-Name. Ach so. No. Töte den Panzer! Genau, töte den Panzer! Er hat schon 2-3 Granaten abgekriegt, also. Lange hält er nicht mehr, sagst du? Wahrscheinlich nicht mehr. Au. Du bist nicht mehr lange. Au. Oh, Scheiße. Polizei schießt auf mich. Das ist mies. Ja, warte mal, wollen wir mal irgendwie bestimmte Fahrzeuge machen? Hä? Spinnst du? Ich wollte gerade eine Verhandlung starten und du schießt auf mich? Ja, freilich. Ich muss mal Panzer jetzt einlagern. Ach, die Bullen, die gehen mir doch so auf den Zünder, ey. Ich hab's doch gekriegt. Boah, da kommt jemand hinter Avenger, oder? Nee, die Avenger sieht anders aus, dann ist hier das Dings. Markus, was hast du? Nichts hab ich. Nee, was du für ein Flugzeug hast? Na, nicht. So, komm, ich dachte, bitte hinter einem LKW in Deckung zu gehen. Ja, genau deswegen. Hab dich. Genau deswegen. Hab's dir überlegt, hinterm LKW Deckung zu gehen, ist genauso, als wenn du mit der Hand drumherum spazieren willst. Ich hab dich trotzdem weggeholt. Ey, das war jetzt wirklich. Ich hab mein Waffenmenü. Entschuldigung, aber du warst genau vor mir, wo ich gespawnt wurde. Diese Dreckskopf. Diese Spawns, Alter, wie bei Call of Duty. Diese Dreckskopf, Alter. Die schießt mich schon schwer an, ey. Ja, das liegt aber an deinem Verhalten. Halt die Fresse. Du schon wieder! Dass sie dich angreifen, liegt an deinem Gesicht, weißt du? Der Markus kommt hier mit dem Oppressor vorbei! Ja, Hund! Eiskalt mit dem Oppressor! Na Mensch, spring doch dich! Du Vollidiot, Alter, du Scheiß! Bleib doch da an so einem Scheißstuhl nicht! Geh mal auf den Eierkopf! Da hinten! Ich wusste, dass du in den scheiß Container sitzt. Ey, jetzt bin ich am Arsch der Welt gespawnt. Schönen Dank ich dafür. Ich wusste, dass du in den scheiß Container hockst. Da fühlst du dich wohl, ne? In der Nähe von Mülltonnen. Na, was hab ich doch von dir so gelernt? Immer in der Nähe von den scheiß Containern bleiben. Ja, was meinst du? Haben wir was kennengelernt da am Nachbarn? Na, kennengelernt haben wir uns nie bei Mülltonnen, also das wüsste ich. Sag's aber doch nur du. Schaffe ich das noch, ohne gleich zu sterben, oder sterbe ich jetzt gleich? Ist klar, du blöde Schlampe! Lauf jetzt die scheiß Treppe hoch! Das kann doch wohl nicht so schwer sein, die Bullen wollen doch nur das Beste von dir. Die wollen dich abknallen. Hab dich. Trotzdem noch überrollt. Nee, nicht überrollt, angefahren, aber trotzdem. Nein! Oh. Ist die doof. Ist die doof, nee. Na Gott, angeflogen. Scratch das Ding einfach nur. Ja, ich war bei der Pampa jetzt vor. Und schon wird da, ey, was ist mit GTA verkauft?
hätten wir das auch geklärt. Moment, halt. Geklärt ist ja nicht die Rede. Oh, du guckst. Steve ist. Hä, wo bist denn du? Ja, die spawnen mich schon die ganze Zeit am Arsch der Welt. Ach, hier! Du kommst erstmal zurück. Ah, diese Drecks. Wo ist doch diese komische Challenge, die jetzt hier ist? Das ist doch nicht wahr! Alter, wie hast du mich doch gekriegt? Hey, du hast selbst die komplette Ladung von mir abgekriegt, aber gut. Also normalerweise kriegt Sven dir die ab, aber... Also, ja, deine komplette Ladung, das ist ja nicht viel. Also da ist es normal, dass man da noch steht. Sagst du. Alter, ich werde einfach von der Polizei überfahren. Lässt du dich mal weg? Ey. Oh, mi. Wieder mit der kleinen Mini-Sprengkapseln. Ich mag die Knorre. Alter, die Polizei rastet hier einfach nur gerade völlig aus. Oh. Ja, super. Könnt ihr mal runtergehen, ihr Blinsen? Ihr nervt hier oben. Ach, weiß. Nein! Ich fahr doch mit seinem scheiß Auto. Wer macht denn sowas? Wer schickt dem Markus Kopfgelder? Was macht er sonst Trainer? Alter, ich konnte nicht mal was machen. Oh, du Fotzenbulle! Oha. Du wolltest Zeit einen Panzer zu holen, ne? Ey, schon wird er am Arsch gespawnt, Mann. Was der Scheiß ständig soll. Ach, diese Drecks-NPCs. Ja, fahr weiter mit deiner Schrottkarre, du Idiot. Ey. Was machst du überhaupt hier unten? Warte mal, ich guck mal kurz, wo du bist. Ja, GG. Was haben denn alle die gleichen Fahrzeuge? Gibt es überhaupt irgendwas, was wir als selbe Fahrzeuge haben oder eher nie so? Ja, genau, es baut mich noch weiter weg von der Stadt, ihr Kackfratzen. Ja, das kannst du nicht. Ne? Ja? Hast du gesehen? Was? Kommt der Bazooka geflogen, stehst du ja nicht mehr an seinem Ort. Erkennst du da hier Granaten nehmen im Last Game Standing? Patsch, waren sie beide weg. Ah. Wir haben ja einen Flüchtigen, nennt sich Markus. Kriegen wir den geholt? Natürlich, holen wir ihn. Wir haben ja einen flüssigen. Hey Markus, nie schlecht gelandet, muss ich mal sagen. Oh, was ist denn mit euch falsch, Mensch? Hier geht's spielen.
Diese scheiß Kopfschmerzen stehen ja neben mir und töten mich. Ich wollte gerade hier den Fallschirmspringer da rausschießen oder wegschießen. Hä, hey, wo bin ich denn hier? Ach, hier war der Markus, guck mal, dein Flugzeug, geht das noch? Ist das noch gut? Wollen die Crunchen einfach Autos? Schön. Das ist zum Kotzen! Ah, das ist schon wieder Markus, Mann! Ich steh dann auf der Straße, ich hupe noch im LKW. Ja, hätte auch ein NPC sein können. Ein NPC, der hupt, ist da. Ja, machen die doch gerne. Nee, die überfahren dich auch. Das liegt eher an deinem Gesicht. Ach, halt die Fresse jetzt. Den Spruch habe ich schon gebracht. Der Animo! Ist nicht eh schon 15 Uhr? Ja. Ja, leider. Ach, Mann. So,